So, jetzt bin ich doch nochmal ins Valley of Fire gefahren. So wie das aussieht, hält das so. Vom Licht her ist das geil, ne? Also, das spielt momentan das Wetter mit. Obwohl überall umzingelt. Dahin sieht man das auch schon wieder Regenwolken. Aber hier beim Valley of Fire ist gerade noch die Sonne da. Ich hoffe, ich schaffe das zu Valley of Fire Wave, wenn das Licht noch einigermaßen in Ordnung ist. Es dauert auch nicht mehr lange, dann geht auch bald die Sonne, oder? Muss ich ein bisschen sputen. Die Sonne ist zwar nicht volle Pulle da, aber ich meine, das könnte schon passen. Ein bisschen da, das reicht mir schon. Ist schon mehr, als ich erwartet habe, wollen wir so sagen. Ne? Ja, jetzt geht das hier durch Valley of Fire. Hier sind die versteinerten Bienenstöcke, hätte ich fast gesagt. Die Leaves. Ja, schon. Ist schon eine coole Ecke hier, ne? Tja, da gibt es ja gar nichts. Aber ich bin nur wegen der Wave hier. Was anderes interessiert mich, ne? Kann man auch noch mal sehen. Das ist schon echt schön hier. Aber dazu muss das Wetter aber auch passen, ne? Also, wenn das Wetter scheiße ist, dann macht das keinen Spaß hier. Aber wenn die Sonne so ein bisschen raus ist, ja, die ist jetzt ein bisschen diesig, die ist von ein paar Wolken so ein bisschen angeditscht. Muss ich mich gleich mal spucken. Da hinten sieht man das, wie scheiße das ist. Die nächsten Wolken kommen da auch schon, nicht, dass sie die Sonne nachher verdecken. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Eben hat mich gerade ein Amerikaner angehauen, was man denn hier so sehen kann, wenn man nicht ganz viel Zeit hat. Da habe ich dir gesagt, auf keinen Fall durchknistern, sondern die Stichstraße Dead End hier nehmen. In Rainbow Vista oder wie es da heißt, da reinfahren. Das ist schön, schön bunt. Viele knallen ja durch hier. Aber diese Stichstraße ab Visitor Center, die ist ja gerade nachher, da kommen nachher die interessanten Sachen. Hier Maustank und so. Aber da muss man hinlaufen. Das wollen die nicht, aber trotzdem ist da genug unterwegs zu sehen. Ja, so sieht's aus. Valley of Fire, das ist meine Ecke hier. Ins Valley of Fire habe ich mich verliebt. Deswegen bin ich auch so oft hier. Finde ich erstmal cool. Jetzt ist natürlich auch das Licht Porno, ne? Wenn die Sonne nachher gleich richtig rauskommen sollte noch. Eieieiei, bin ich genau richtig zeittechnisch hier. Hoffentlich schieben sich nicht noch die Regenwolken vor die Sonne. Das wäre natürlich kacke. Hier vor mir ist ein Schulbus. Wenn der anhält bei Schulbussen, ist es so, in Amerika haben beide Seiten anzuhalten. Dann klappt er seine Stoppschilder rechts und links raus. Macht die Warnblinkfunzeln an. Und dann hat auch der Gegenverkehr zu stoppen. Schulbus hat hier absolute Prio. Da wird nicht überholt. Da muss man stehen bleiben und warten. Dient der Sicherheit. Steht hier an oberster Stelle. Ja, für mich noch ein bisschen rum. Vielleicht kann man noch mal ein bisschen sehen. Hier. Ich habe gleich keinen Sprit mehr. Muss noch tanken. Habe ich mir verkniffen mit dem Tanken hier. Ich denke, ah, die letzten Liter, die ödel ich noch weg. Und dann fülle ich nachher in Vegas auf. Aber ich glaube, ich komme gar nicht bis Vegas mit dem Restsprit. Ich glaube, ich muss zwischendurch noch mal irgendwo tanken. Zumindest ein paar Gallonen reinkippen. Ist doch eine Ecke hier raus. Fährt doch ganz schön lange. 40 Minuten ist man doch unterwegs. Oh. Meine Ohren knacken. Aber guckt euch mal die Aussicht an. Ist das genial. Heute ist auch ein sehr klarer Tag, sagte mir auch der Bill vorhin bei der ATV-Tour, bei der Quad-Tour. Er sagte, heute ist ein fantastischer Tag, das hat er ganz selten, dass das mal so klar ist. Weil normalerweise hat man hier immer Dunst in der Nähe von Vegas. Ist immer sehr diesig. Und dann ist schon das Visitor Center, links vom Bus jetzt sozusagen, das kleine Gebäude. Und da oben zwischen den Felsen, kann man das erkennen? Nee. So, da oben zwischen den Felsen, in diesem Einschnitt, da fahre ich gleich hoch. Da sieht man auch noch ein Auto schon runterrollen. Und das ist die Sackgasse sozusagen. Die führt ein paar Meilen rein, ich glaube 4 Meilen oder 5 Meilen. Ja, 4 Meilen sind es nicht. Na, vielleicht doch. 4 Meilen rein ins Valley, so eine Stichstraße. Ja, und die, da kann man dann noch am Ende noch einen schönen Hike machen. Und dreht um und fährt wieder zurück. Und dann kommt man wieder hier auf diese Durchgangsstraße. Hier hat es auch wieder geregnet. Gestern, wie man sehen kann, hier die Pfütze. Hier ist Big Water on the Street. Big. Ah, so Baltic Sea Teil 2 sozusagen. So. Hier
Hier ist 25 Meilen. Ich darf auch nicht zu schnell rasen. Ich muss aufpassen. Die stehen hier manchmal echt mit Radar. So, hier kann man nochmal ganz gut. Ich lasse das einfach mal weiterlaufen, weil das so cool ist hier, die Ecke. Na, schön rot. Ne? Deswegen sagt man auch Valley of Fire. Wenn die Sonne. Die kommt nachher auch noch raus. Richtig geil. Jetzt geht's hier zum Maustank. Diese Stichstraße halt entlang. Hier vorne ist das Besucherzentrum. Und. Ah, davon kommen wir aber schon folgen. Das wird ganz knapp in der Zeit. Muss ich nachher Hackengas geben, um dahin zu rennen, ne? Ja. Viele Sachen liegen ja auch schon im Schatten. So, und jetzt fahre ich hier diese Stichstraße rauf. Da rase ich gleich mal zur Wave. Mal gucken, wie das da aussieht. Kriege ich vielleicht doch noch meinen Schnappschuss in den Kasten. Ja, aber man erkennt schon, deswegen heißt es Valley of Fire, weil die Steine hier zum Sonnenuntergang oder wenn die Sonne tief steht, anfangen richtig zu glühen. Ne? Die fangen richtig an zu strahlen, die Dinger. Und das ist echt, ist richtig schön hier. So, wenn ich ja sowieso videorisiere, ist es ja nur scheißegal. Das darf der nicht hier stehen bleiben, um zu fotografieren. Das ist verboten, was der hier macht. Und dann auch irgendwie so eine. Aber ich meine, ich mache das manchmal auch. Ne? Man muss manchmal auch ein bisschen illegal dabei sein. Ich raste schon wieder links, oder? Muss aufpassen. So. Ich muss ziemlich durch das Ende der Stichstraße durch. Wie kann man das aussehen hier, wo es geregnet hat? Denn ist hier aber alles überschwemmt. Dann läuft das Wasser natürlich über die Straße und zieht das gesamte Segment mit. Und da bleibt natürlich liegen und dann sieht das ein bisschen verwüstet aus. Jo. Das liegt hier natürlich jetzt böse im Schatten. Aber da kann man mal auch ganz gut sehen, wie zerklüftet und zererodiert die Steine hier alle sind. Ne? Also deswegen auch die vielen kleinen Arches, die es hier gibt. Also das ist ein Eldorado für Archsucher und für so extrem erodiertes Gestein. Also genau meine Szene im Grunde genommen. Ne? Deswegen, wie gesagt, deswegen bin ich gerne hier. Das Licht ist fantastisch. So, und da hinten sieht man jetzt, ich lasse es jetzt einfach mal weiterlaufen, drauf geschissen. Da hinten sieht man nachher Rainbow Vista heißt das. Und ihr werdet auch gleich sehen, warum das Rainbow Vista heißt. Bild hübsch. Und hier gibt es ganz viele noch nicht entdeckte Bereiche. Also hier kann man ganz viel Neuland entdecken. Man muss sich bloß drauf einlassen. Das Valley of Fire hat bloß eben den Nachteil, wenn die Sonne richtig bratzt, ist das hier kochend heiß. Ne? Und heute ist natürlich optimal. Jetzt haben wir 63 Grad Fahrenheit. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das in Grad Celsius ist, aber so gefühlt 18 Grad oder so. Es ist doch recht frisch draußen. Deswegen habe ich ja auch mein Jäckchen mit. Das werde ich mir nämlich gleich anziehen, weil es ist ein bisschen windig und relativ frisch. Das macht das Ganze dann noch ein bisschen, lässt das Ganze noch ein bisschen kühler wirken. So, jetzt pass auf. Jetzt denkt man, naja, was ist das denn hier? Ne? Und boom, guckt euch das mal an hier. Ist das Porno oder was? Hier sind natürlich auch die ganzen Touris am Knipsen. Das mache ich aber nicht. Ich sehe mich nicht. Ich habe mein bestes Ziel. Und das ist natürlich, deswegen Rainbow Vista. Ich meine, das ist selbsterklärend, ne? Guckt euch da mal an die Farben hier. Also das macht richtig Bock, ne? Das ist richtig geile Gegend hier. Ich sehe auch schon mein Ziel dahin. Ich lasse es einfach mal weiterlaufen. Dann wird das Video halt ein bisschen länger. Ist ja Schnuppenhaken. Es läuft jetzt schon 9 Minuten. Dann seht ihr mal so ein bisschen, ob sich das für euch lohnt oder so, ne? Ich nehme mal diesen gelben Schnippel hier weg. Der blendet so ein bisschen. So, nochmal alles gleichzeitig kann ich auch nicht. Moment. Dann packe ich da hin. So, weiter geht's. Scheibe ist wieder sauber, hat ja geregnet. Konnte ich wieder sauber wischen. Jetzt kommt die Sonne richtig brutal raus. So, Alter, und penn da nicht ein. Mit deinem alten Migra. Versa. Ne, Migra ist ja Versa, heißen die hier. Nissan Versa. No parking. Hier sind übrigens die Schilder, weil hier immer gerne nur den Park und da reinhiken. Warte mal. Das letzte Mal, seht ihr da hinten diese roten Felsen? Da war ich das letzte Jahr. Da auf der Ecke. Nee, warte mal, ich war noch ein Stück weiter. Da war ich noch gar nicht. Nee, ich war noch ein Stück weiter. Ich war da hinten irgendwo. Ich sag Bescheid. Aber cool, ne? Aber ich. Die Sonne geht gleich runter. Ja, das geht gleich runter, aber die Sonne ist weg, ne? So.
So, alter Gepacke. Papa hat keine Zeit. Papa hat Termine an der Weg. Das letzte Mal habe ich hier, warte mal, hier habe ich irgendwo gestoppt. Wir können es auch noch mal schön sehen. Alles. Ja, die Straße reingepflastert hier in die Gegend, rauf und runter, ne? Dann kann man noch mal schön, da war ich, genau. Das letzte Mal war ich in dem Bereich da hinten, wo ihr diesen kleinen Felsen da seht. Was ist das klein? Das ist ganz schön groß. Genau, da habe ich hier irgendwo geparkt und bin hier vorne an diesen weißen Klamotten, an diesen hellen, bin ich losgestiefelt. Das war, wo mein Fuß so böse kaputt war. Genau, und da war ich da hinten auf dem Bereich, der so rot-gelb ist. Den fand ich ziemlich interessant. Genau, hier bin ich längs gelaufen. Wo habe ich denn geparkt das letzte Mal? Hier vorne habe ich geparkt, genau. Hier ist nämlich so eine kleine Parkbucht. Ja. Genau, und da reinhiken ist auch schön. Aber hier, guck mal, Porno. Ich suche nochmal ein bisschen rein, jetzt ein bisschen detaillierter. Ist das geil oder ist das geil? Das ist doch ein Zauberland hier, ne? Gut, ist das Licht natürlich auch egal. Aber das ist gleich weg, weil die Wolken sich davor schieben. Ich glaube, ich schaffe das gar nicht. Ja, er schleicht hier. Er macht hier den Megaschleicher. Er eiert hier wirklich nur mit 25 durch die Gegend. Na gut, mehr schneller darf man hier auch nicht. Kann man auch mal schön sehen. Wie spund das alles ist hier. Hier haben wir nochmal. Jetzt haben wir nach vorne steht schon wieder eine total illegal. Vielleicht ist der sogar auf dem Weg zur WEF. Das ist nämlich eine Abkürzung, glaube ich. Die WEF ist nämlich, genau, die WEF ist hinter dem Felsen. Nein, meine ich. Nein. Noch ein Stück weiter. Ja. Oh, hier die. An die Straße. Ich habe auch in die Gegend gehauen, ne? Rauf und runter geht's hier. So. Ja, das darf man normalerweise hier nicht. Aber wer weiß, was der da gerade entdeckt. Hier sieht man das auch schön. Diese ganzen Faden an den Felsen. Sind schon Gegenlicht gewesen. So, jetzt höre ich aber auch gleich aufzufüllen. Das wird ja hier sonst so ein. Das wird ja hier Abend füllen, was ich hier mache. Hier vorne kann man das schlechte Wetter sehen. Und da sieht man die Sonne und die Wolken, die sich da gleich vorschieben. Das wäre natürlich super kacke, ne? Da muss ich gleich richtig Hacke geben, um das noch rechtzeitig zu schaffen. Naja, war ich zumindest mal bei Sonnenschein hier. Weil die Wolken, die schieben sich nämlich gleich vor die Sonne. Das wäre ein bisschen doof. Habe ich ein blödes Timing erwischt hier. Na ja, gut, weiß man nicht. Steckt man ja auch nicht drin. So, hier muss ich gleich rechts ab. Hier geht es nämlich zur Wave. Haha, bin da. So, da muss ich natürlich jetzt noch zum Parkplatz kommen. Da kommt schon eine angestiefelt. Kann man das sehen? Da kommt schon so beknackt, da wo sie Winge machen. Die scheinen sich wohl zu kennen. So. Und wenn ich mich jetzt ganz schnell beeile, dann schaffe ich das noch. So, und deswegen mache ich jetzt aus. Tschüss. Hallo Freunde. Im zweiten Anlauf hat es geklappt. War zwar so eine Zensi, war da oben drauf und hat da ein bisschen esoterisch rumgedröhnt. Unter Droge wahrscheinlich. Und guck mal hier, da ist die Sonne. Da schieben sie jetzt die Regenwolken vor und da, die kommt auch nicht wieder. Ich habe das noch gepackt. Ich habe noch ein paar Fotos mit Sonnenstrahlen in den Kasten gekriegt. Mann, oh Mann. Aber schade, dass ich nicht 10 Minuten früher getroffen bin. Aber wenn ich 5 Minuten später gekommen bin, dann hätte ich das jetzt so gehabt. Voll kacke. Ja. Aber ganz interessante Kontraste ergeben sich durch den Schatten. Ne? Ich mach mal aus. Vielleicht finde ich hier noch so einen Fotoschnapper. Hier, da oben, da macht ja auch schon den Wilden. Darf ich mal hingehen? Na, vielleicht hat der ja eine gute Idee. Weil es hier natürlich auch cool ist. Ne? Ich mach das mal von hier. Tschüss.